Im Lorenzenweg in Billstedt ist es am Freitagnachmittag zu einem Überfall auf einen Geldboten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Werttransporter mit Geld unterwegs zu einem Kaufhaus in Billstedt, als der Täter den Fahrer des Transporters mit einer Schusswaffe bedrohte. Anschließend schlug er dem Fahrer mit der Waffe gegen den Kopf und flüchtete mit einem hohen Geldbetrag vom Tatort. Nach ersten Informationen hieß es, der Täter sei Richtung Bahnhof geflüchtet. Die Beamten konnten ihn vor Ort jedoch nicht antreffen. Die Polizei ermittelt.